Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr bei Hausflipper natürlich auch wieder mit dabei seid. Und nicht wundern, warum wir jetzt wieder bei uns im Büro sind. Es liegt einfach daran, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich den Keller gestalte. Sauna steht auf jeden Fall fest, ja? Ich war schon überlegen, vielleicht noch einen Fitnessraum mit reinbauen, mit vielleicht einer kleinen Duschecke, wird zumindest zur Sauna passen. Aber irgendwie ist das da unten alles zu groß. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Da bin ich gerade dabei, mir Gedanken zu machen. Da fällt mir schon noch was ein. Ah, Bäre, wir waren ja jetzt eh schon zig Folgen beim Haus bei. Machen wir es zur Abwechslung mal weiter mit unserem Luxury DLC. Haus AGTV haben wir fertig. Machen wir hier weiter. So, wir mal kurz gucken, dass man hier nicht rauskommen kann. Naja, gut. Auf jeden Fall, das haben wir fertig. Hier ist noch eins. Da hat man noch ein zweites angezeigt. Da, das und das. Gut, machen wir das zuerst. Lausige Bauunternehmer. Die Familie Walker vertraute den falschen Leuten für die Arbeiten an ihrem Haus. Benjamin ist ein gutmütiger Mann und die Arbeiter nutzten das aus. Darum kümmerte seine Frau sich um alles. Als sie von einer Geschäftsreise zurückkam und den Zustand des Hauses sah, erschrak sie. Die beiden brauchen dringend einen Profi, der den Job zu Ende bringen kann. Oha. Die sind Baufuschern aufgesessen, die da angefangen haben, sich wahrscheinlich mit dem Geld aus dem Staub gemacht haben und nichts ist fertig. Das kennt man ja leider auch. Gibt's wirklich sowas? Den gucken wir mal rein. Halleluja, jo. Ja, aber hab ich wirklich schon gehört. Da hab ich mal irgendwie ein Doku drüber gesehen. Es gab wirklich schon Firmen, die die Leute geprellt haben. Und dann einfach Konkurs angemeldet, nichts ist mehr fertig geworden und so weiter und so fort. Und das Geld ist natürlich weg. Schlimm sowas. Da sollte es echt mal Gesetze gegen sowas. My love, you see what they've done? I couldn't stop them. I know, baby. We'll get this fixed in no time. Together. You are the new contractor? Good. Let's come in and estimate the damage. Please, I'm not sure what they've done with the fireplace. Could you check if it's still fine? We wanted this to be the living room. The kitchen, it's such a mess all around. It also looks like they finished nothing upstairs. Those will be our personal rooms. That's what they've been doing instead? Unbelievable. The floor is a total mess. Oh well. I've got a bad feeling about the terrace. Did they really push the sofa off the ramp? I cannot believe it. Okay, hier haben sie aber gewaltigen Mist gebaut. Gewaltigen Mist. Das sah eher aus, als wenn die Baufirma da eher am Saufen war, anstatt zu arbeiten. Okay, wir sollen das wieder hinkriegen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Fangen wir erstmal hier außen an, ne? Müll weg, alles klar. So, erstmal alles raus, was irgendwie aussieht wie Müll. Muss ja sein. Sehr schön. Yeah, das sah wirklich aus wie eine Saufparty hier. Gut, hier liegt auch noch jede Menge. Weg damit, weg, das weg, das weg. Hier weg, das schon wieder drin, ne? Ja, erstmal draußen. So, dann können wir aber schon, wenn wir hier sind, den Dreck, glaube ich, mit wegspritzen. Damit, ist das Müll oder ist das kein Müll? Das ist eine gute Frage, das ist Müll, ne? Ja. So, hier haben wir Baugerüste. Wollt nur gucken, ist da hier Müll? Nee, ne? Kommen wir da ran? Nein. Wollt nur gucken, ob auf dem Dach noch irgendwas ist. Komme ich aber auch gar nicht rauf, nein. Okay. So, hier haben sie anscheinend einfach das Sofa aus dem Fenster geschmissen. Das haben wir ja gesehen. Was ist denn das für eine Baufirma gewesen? Alter, hier auch noch Müll? Sieht zumindest danach aus. Jetzt zeige ich mir hier noch so ein Fitzel an, so ein Streifen. Ja, meine ich doch. So, die schöne Yacht ist auch wieder da. Die ist ja immer hier da. Ist alles die gleiche Wohngegend. Das weg. Das ist nochmal weg. So, jetzt sind wir bei 78%. Ich weiß nicht, ob die Balkone hier wieder extra zählen. Wahrscheinlich. Oder ist aber nicht immer der Fall, ne? So, das hier können wir wegspritzen. Sehr schön. Ich habe hier eben noch irgendwo was gesehen. Das ist drin, ne? Ist alles drin, der Rest jetzt, oder? Dann zählen die Balkone wohl doch dazu.
weil ich hier draußen so jetzt keinen Müll mehr sehe. Meh. Gut, dann versuchen wir mal auf die Balkone zu kommen. Sehe ich ja. Gut, Dreck sehe ich noch. Dreck sehe ich noch. Da könnten wir eigentlich schnell einmal kurz durchgucken. Nicht, dass ich irgendwo Dreck übersehen habe. Und dann gucken wir einmal auf die Balkone. Auf dem Balkon liegt definitiv Müll. Aber wie gesagt, manchmal zählt das als Extraraum, manchmal nicht. Hier anscheinend nicht. Gut, dann lass mal drin. Hier drin sieht's aus, ne? So, wie komme ich denn hoch hier? Ja, hier ist der Balkon. Zählt das mal nach draußen? Es zählt nicht nach draußen. Okay. Da muss ich irgendwas draußen übersehen haben, auch wenn ich gerade nicht weiß, was. Zählt also doch als Extraraum. So, reinige die Verschmutzung. Gut, das ist ja nun nicht allzu viel hier. Mach weg. Danke. Zumindest Balkon wäre sauber. Komme ich runter? Ja. Dann muss hier draußen noch irgendwas sein. Wir sind bei räumendem Müll 90%. Hier muss noch irgendwo Müll sein. Auch wenn ich echt beim besten Willen sehe aber auch nichts mehr auf der Karte. Mann, wir haben hier noch einen Balkon. Ja. Aber der dürfte denn auch extra zählen, oder? Warte mal, ist hier unten noch was? Die Baugerüste sind Müll? Ah, die haben auf jeden Fall dazu gezählt, aber das war nicht alles. Die Baugerüste sind Müll. Hier, das ist drinnen. Das hier ist ja kein Müll. Ich weiß es nicht. Hier ist mich auch nichts mit Müll, ne? Nein. Draußen auf der Hafenkante, wie wir es beim letzten Mal hatten, habe ich geguckt, da ist nichts. Okay, ja gut, wenn ich jetzt nichts finde, dann machen wir erstmal drin weiter. Vielleicht ist es auch nicht alle Balkone, die als extra Raum zählen. Wir gucken uns das an. Wir gehen einfach mal alle Balkone durch. So, bei dem waren wir. Naja, der ist sauber. Die gehören zusammen. Dann haben wir hier nämlich noch. Der zählt aber auch als Extraraum. So, der wäre jetzt auch sauber. Und wir haben hier auch noch irgendwo einen, ne? Ja. Nee, die Balkone zählen definitiv alle als Extraraum. Aber hat die Firma hier geschlafen oder was? Ich habe keine Ahnung. Werden wir schon finden. Wir machen das Stück für Stück. So schwer kann das ja gar nicht sein. So, warte mal. Wir fangen am besten hier an. Ich muss aber auch gleich mal gucken, ob hier irgendwo Wände gezogen werden sollen. Wir kennen das Problemchen. Ich sehe, hier soll noch eine Wende gezogen werden. Machen wir das zuerst wohl. Ansonsten haben wir wieder das Problem, dass nichts hinhaut. So, der nochmal. Das ist ja ein Riesenschweinkram hier. Okay, das sind Farbeimer. Die können wir nochmal benutzen. Sieht aus wie weiß. Wenn wir sie denn benutzen sollen. Eins nach dem anderen. So. Sollen hier Wände gezogen werden? Verschmutzung weiß ich. Sieht nicht danach aus. Zumindest nicht hier unten. Nein. Ach, jetzt ist hier draußen sauber, oder was? Zählt hier irgendwas im Haus mit nach draußen, oder was? Okay. Eins nach dem anderen. Wir sollen hier auf jeden Fall keine Wände ziehen hier unten. Das ist schon mal gut. Treppe ändern. Tja, dafür müsste ich erstmal wissen, was hier eigentlich für eine Einrichtung rein soll. Ah. Ich finde, die ist aber schon ganz hübsch, die weiße.
Die Länder müssen natürlich auch passen dazu. Sehr schön. Den räumenden Müll auf haben wir noch nicht alles. Was habe ich denn hier übersehen? Bei Kaminen sind wir jetzt kein Müll. Die Farbeimer auch nicht. Das hier ist extra, ne? Das ist extra, ja, ja. Sehr schön. Doch auch, die ganzen Lampen hier, ne? Die ganzen Birnen. Die schönen Baulämpchen. Wo aber immer noch nicht alles? Ne, hier. Okay, Müll haben wir. Den einmal kurz Butzi-Butzi. Der Kamin hat aber auch schon bessere Zeuten erlebt, du. Auf jeden Fall sollen wir einen Gegenstand kaufen. Von Nevsi dunkle Doppeltür, die vermutlich Bodenfliesen, ich vermute mal ganz stark, da die Doppeltür nicht nur hier reinpasst, dass sie auch hier rein soll, ne? Oder? Wurde mal, die passt gerade nicht so, wie ich es gerne hätte. So sieht doch doof aus, die Miste, oder? Es war auf jeden Fall richtig, aber wie sieht denn das aus? Hier sitzt sie ein bisschen drin. Ich glaube, die muss weiter raus, ne? Allemo, das müssen wir nochmal. Die setzen wir jetzt mal von außen, sonst passt das nicht. Ne, von außen können wir sie nicht setzen. Aufgaben. Für wen müsste sie so? Keine Ahnung, warum das vorher nicht passte, aber sie müsste so. So wäre es mich richtig. Ja, ja, ja. So stimmt schon, so stimmt schon. Jo. So gehört die Tür, dass wir die Leibung von innen haben. Sehr schön. So, streichen mit dem Farben weiß. Einfach nur alles weiß? Okay. Dann können wir die weiße Farbe hier ja benutzen. Budget haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr großes. Einmal weiß überpinseln hier. Das lässt sich doch alles einrichten. Noch die rohen Betonwände hier. Ich glaube nicht, dass die Farbeimer reichen. Aber wie wir denn sehen. Gut, weiß ist zwar meiner Meinung nach etwas schlicht, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als die rohen Betonwände. So, hier unten noch einmal langzimmern. Den hier noch einmal. Er sieht zumindest sauberer aus. Aber ich weiß nicht, soll der Kamin wirklich so bleiben? Das alte Gammelding? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, der sieht ja nur wirklich nicht mehr schön aus. Ich meine, er geht ja, aber schön sieht er wirklich nicht aus. Gut, jedem das seine. Verkaufen sollen wir ihn auf jeden Fall nicht. So, den Eimer hier lang streichen. Na, vielleicht reicht die Farbe doch. Mal gucken. Ja gut, das hier müsste noch mitgestrichen werden. Das Treppenhaus, das zählt nur hier unten. Ne? Hier oben ist wieder anders, ne? Ja. Okay, wir werden es sehen. Der ist leer. Okay. Den müssen wir jetzt den da nehmen. So, auf jeden Fall hier unten müssen wir es mitstreichen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das hier bin ich mir gar nicht sicher. Zählt das hier noch mit zu hier, oder? Ja. Das zählt auf jeden Fall mit dazu.
So, bück dich mal, Junge. Bück dich mal, genau. So, die Wände hier sind und hier müssen wir eigentlich nur die Wände hier unten streichen. Können wir aber auch von hier, passt schon. Sehr schön. Einmal rüber. Hier nochmal lang. Die Türleitung brauchen wir jetzt nicht streichen. Da kommen eh noch Türen rein. Ja. Aber das erste Mal, dass wir mal Farbe gestellt kriegen und keinen kaufen brauchen. Wunderbar. Sehr schön. Denn auch nicht nur noch das Stück hier, ne? Ja. Wunderbar. Doch noch einmal. Farbe hat gereicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, ich lasse die Farbe aber trotzdem erstmal stehen. Wer weiß, ob hier noch was kommt. Dann machen wir jetzt erstmal den Fußboden. Jetzt können wir auch wieder auf Auftrag, ne? Jupp. Dunkle Walnuss, natürlich. Wieso ist in diesen Snobhäusern immer dunkle Walnuss? Aber wirklich immer. Okay. Oh, warte mal. Machen wir mal Stück für Stück. So. Den hier nochmal lang. Sehr schön. Da nochmal hin. So, hier soll doch garantiert auch. Da bin ich mir sicher. Hm? Ja, jetzt ist fertig. Wunderbar. So, Gegenstände kaufen. Hängender Fernseher und so weiter und so fort. Das ist noch ein bisschen Inspiration. Eins nach dem anderen. Esstisch, helles Sofa, alles klar. Das ist ein bisschen was. So, Esstisch, Fernseher, Kronleuchter, Kronleuchter, vier Stühle, Sofa, Sessel, Couchtisch, okay, Bücherregal, Pflanze, heller Sofa, was ist das, ein Kleiderschrank? Den Fernseher würde ich jetzt sagen, hier rüber. Aber dann müssen wir mal gucken, wo wir das Sofa hinstellen. Weil das Sofa würde hier doof stehen. Aber Wände sollen wir hier definitiv nicht abreißen, ne, ne? Direkt vor die Balkontür. Wär doof, ne? Und wenn wir da das Sofa hinstellen, aber dann wäre hier der Fernseher doof. Aber den Fernseher könnte man auch hier hinhängen. Warte mal. So, nehmen wir die Farbe weg. Die ist eh so gut wie leer. Sehr schön. Hier so das Sofa, das würde gehen. So direkt unterm Fenster. Da steht der Fernseher, hängt hier aber doof. Den könnte man dann natürlich... Hier wird er aber perfekt hängen, ne? Hier wird er perfekt hängen. Sofa ist wahrscheinlich gedacht. Gut, die gehen beide auf. Normalerweise sitzt man ja gerade davor. Es ist wahrscheinlich gedacht, hier dichter ranzustellen. Auch wenn ich das jetzt irgendwie doof finde wegen der Balkontür. Man kommt ja durch, ne? Wenn sie nur diese hier öffnen, dann geht das ja auch. Dann würden sie so aber gerade vor dem Fernseher sitzen. Hier könnte man dann so einen Esstisch oder so hinstellen. Soll ja auch. Und das wäre... Nur Bilder, ne? Ja, ja. Die wollen hier etwas moderne Kunst. Okay. Was ist denn das Teuerste, was es hier gibt? Das, ne? Oh, doch so groß. Wo soll denn der Fernseher hin, wenn das so groß ist? Das wollte ich nicht. Nö, nee, man kann auch keine Rahmen einstellen. Okay, dann soll wahrscheinlich das Bild hier hin, aber wo soll denn der Fernseher hin? Ich meine, man guckt doch in der Regel vom Sofa aus Fernsehen. Oder wollen die vom Esstisch aus gucken? Hier vor der Tür finde ich es doof. Muss ich das da hinhängen? Nee, ne? Hier wäre auch viel zu groß. Ich könnte die Bilder noch auch woanders hinhängen, oder? Zählt das? Mal kurz ausprobieren. Kann man auch woanders hinhängen. Sehr schön. Und hier, das wäre nämlich nochmal das Gleiche. Sind die alle so groß? Haben wir mal ein günstiges? Wir müssen noch ein bisschen aufs Budget achten. Die sind alle so groß. Okay. Das könnte man aber hier hinhängen. Weil ich meine, ich finde schon, dass man vom Sofa aus auf den Fernseher gucken sollte.
Gut, den gucken wir mal. Haben wir hier ja noch weiter. Wir haben auf jeden Fall den Esstisch, wo noch 4 Stühle rum sollen. Hier ist die Küche. Also könnte man hier so wunderbar... Hier so... Warte mal, den Esstisch hinstellen. Wir dürfen hier umstellen, ne? Wir dürfen ja auch eigene Entscheidungen treffen. So, den Kamin dahin. Und hier denn so den Esstisch. Vielleicht nicht ganz so dicht, da müssen noch Stühle rum. Ja, dann kommt man hier auch vorbei. Man kann das natürlich auch noch ein bisschen darstellen, so ist das nett. Vielleicht ein bisschen dicht an der Haustür. Gucken wir mal, der Tisch ist auch nicht gerade der schönste. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt 4 Stühle. 4 sehr große Stühle. Geht aber, na geht. Ich meine, man könnte es vielleicht sogar ein bisschen darüber stellen. Ja, ist ein bisschen gequetscht, ne? So. Ja, zu gequetscht geht auch nicht. Das muss nicht sein. So, den ganzen Tisch ein bisschen rüber. Ungefähr so. Jo. Den passt das schon. Den ist es nicht ganz so gequetscht. Und vorbei kommt man hier trotzdem noch. Gut, wir brauchen mich auf jeden Fall auch noch einen hellen Sessel. Der soll mit Sicherheit... Okay, das dürfte jetzt hier ein bisschen eng werden. Könnte man natürlich auch hier so hinstellen, aber der ist doof mit Fernsehen gucken. Wir könnten natürlich auch so hinstellen. Weil hier garantiert noch ein Couchtisch vor soll, ne? Ah, da muss der Tisch, aber das ist sonst zu beengt. Doch noch ein bisschen rüber. Ja, ja. Ich stehe mit denen so hin. Den setze noch ein bisschen nach hier so. Ah. Das ist ein bisschen zugequetscht. Wademor, den. Hm? Wieso passt das nicht? So. Sehr schön. Hier nochmal. Man will das ja nur auch nicht zugequetscht haben. Ne? Ich meine, in Wirklichkeit stellt ja auch keiner alles auf einen Haufen, oder? Würde ich zumindest nicht machen. Ja, ja, hier geht der Esstisch. Hier kommt man trotzdem vorbei. Okay, dann haben wir auf jeden Fall noch ein Bücherregal, 2 Yucca-Pflanzen, Kleiderbügel, das soll garantiert hier so in die Ecke zum Jacken und so aufhängen. Sehr schön. Jo. Gut, das sind 2 Kronleuchter. Kronleuchter Rea. Mal überlegen. Wir haben 2 von den anderen. Die sollen wahrscheinlich hier und hier hin. Und der hier wohl im Eingangsbereich, wa? Würde ich fast vermuten. Weil wir ja noch 2 davon haben. Dass einer hier ungefähr in die Mitte soll. Und einer hier, wo er so hin. Oder so würde ich das zumindest machen. Gut, die Inspiration haben wir. Dann haben wir ja noch ein Bücherregal. Das würde hier perfekt passen. Überall woanders ist auch kein Platz. Man könnte es natürlich auch hier hinstellen, aber bestimmt hier. Ne? Das passt hier nicht mal. Ne, das stellen wir hier hin. Finde ich. Passt hier ganz gut. Na. Kann man natürlich auch hier hinstellen, aber so direkt am Eingang. Bücherregal. Ich weiß ja nicht. Auch wenn es hier ein bisschen leer aussieht, ne? Oder? Wir probieren es mal. Wir probieren es einfach mal. Von der Breite her würde es hier nicht passen. Da wäre es vor der Tür, ne? Ja, ja. Können die Besucher gleich die Hausregeln lesen? Ja, gut. Es sieht so schon wohnlicher aus als vorher. Alles klar. Jetzt fehlen hier noch die 2 Yucca-Pflanzen. Ich würde schon fast sagen, wir ignorieren jetzt mal die Balkontür hier links und rechts neben dem Fernsehen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Den machen wir mal an. Jo. Tür zu.
Dafür, dass es hier vorher die reinste Baustelle war, geht es doch, oder? Das hier ist nur ein kleiner Flur, ne? Ja. Innentüren, Holzkleider, Schrank, das wird alles klar. Das wäre ein Ankleidezimmer. Okay. Aber hier soll auch einfach nur alles weiß. Wie überall. Ich glaube, die wollen die ganze Bude nur weiß. Das ist wettig, dass wir hier dann so einen Raum weiß streichen müssen. Sehr schön. Aber langsam, zumindest ein Zimmer haben wir schon mal wohnlicher. Die Musik hier. Irgendwie mag ich sie. Mal wieder was Entspanntes. So, Donaueimer. Sehr schön. Hier natürlich noch einmal lang. So. Jo, mehr brauchen wir ja nicht. Den soll ich hier natürlich einen Fußboden rein, ne? Ich glaube, wir machen aber erstmal die Tür. Holzkleiderschrank, ja, ja. Heller Puff, ja. Das wird eindeutig ein Ankleidezimmer hier. Sürm. Jo, Sitzpass, Wackeln, Halle, Luft. Sehr schön. Baut den Fliesen. Hier sollen Fliesen rein. Und den Support, den hässliche, aber gut, Kunde ist König. Alter, echt? Das ist, nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Aber gut. Das heißt, es wird ein bisschen puzzeln. Wir haben zwei kleine Ecken. Mit linker Tür. Ich vermute mal einmal auf die Seite, einmal auf die Seite. Obwohl eher auf die Seite wegen Fenster. Das soll so? Wahrscheinlich soll der schmale dazwischen. Wie viel brauchen wir denn davon? Drei insgesamt. Ich vermute mal, dass die schmalen dazwischen sollen. Mal was ausprobieren. Würde zumindest ganz gut aussehen. Sehr beengt, ne? Man, es geht, aber sehr, sehr beengt. Hier dann wieder ein breiter hin. Ist aber nur eine Vermutung. Ob das nun stimmt, kann ich so nicht sagen. Hm? Der muss so dichter ran, Mensch. Geht aber nicht, ne? Doch. So, hier würde ein schmaler noch hinpassen. Ja, und der breite dann wahrscheinlich an die andere Wand. Denk ich mal. Das wird aber ein sehr beengtes Zimmer mit den großen Schränken hier. Und irgendwie haben wir ja Spalthausen. Spalthausen ist auch nicht gut. Aber gut, wahrscheinlich ist gedacht, dass auf beiden Seiten ein bisschen Luft gelassen wird. Und hier soll wahrscheinlich der eine Breite noch hin. Gehe ich mal von aus. Da. Echt jetzt? Und hier sollen noch die zwei Lederpuffs da rein? Oder die hellen Puffs? Okay. Okay, so wollten sie das. Das ist aber ein sehr, sehr beengtes Ankleidezimmer. Aber sie wollten zu. Okay. Ist ja nicht mein Problem, ne? Alles klar. Ich glaube, hier haben wir noch so einiges zu tun. Wenn man das mal so sagen darf. Die ganzen Räume hier. Ui, ja. Garten ist ja wohl schon mal in Ordnung. Toilette, Küche, Balkon, Zimmer, 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 Zimmer. Alles klar. Wir werden das nach und nach alles machen. Für heute sind wir dabei erstmal am Ende. Morgen geht's hier selbstverständlich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.